Ja, wir ernten momentan oder haben mit der Salbeiernte begonnen, weil die Salbei jetzt silbrig ist und damit erntereif ist. Ist natürlich vorher getestet worden. Und wir werden so heute dieses Feld abernten, das Sie im Hintergrund sehen. Dann kommt es in die Trocknungshalle, wird getrocknet. Und wenn die erste Trocknung durch ist, werden wir also das nächste Feld abernten. Das heißt, das ist eine Geschichte, die sich über mehrere Wochen hinzieht, die Ernte der Salbeiblätter. Die Blüte wird schon Ende Mai, Anfang Juni geerntet. Und jetzt machen wir also die Salbeiblätter. Und nach 3 Jahren wird auch noch die Salbeiwurzel geerntet. Für eine Tonne Salbeitee wird die 4- bis 5-fache Menge an Frischtee benötigt. Die Weiterverarbeitung findet in einer 600 Quadratmeter großen Halle am Rande der Felder statt. Hier werden die Salbeiblätter 2 Tage lang auf 8 Meter langen Förderbändern unter Zufuhr von temperierter Luft über 8 Ebenen bewegt. Im Anschluss erfolgt die Nachtrocknung in einer großen Trockenwanne. Mit diesem bewährten Verarbeitungsprozess werden die wertvollen Inhaltsstoffe der Salbeiblätter optimal erhalten. Also nochmal ganz kurz, es ist ja nur Salbei, den wir selber anbauen. Alle anderen Heilkräuter kaufen wir zu über langjährige Partner, die wir also im Prinzip schon seit der Wende haben. Wir haben also festgestellt, dass in der Corona-Zeit, Erkältungszeit, die Nachfrage nach unseren Produkten gestiegen ist, konnten wir aber aufgrund unserer Vorräte und unserer tollen Lieferanten also die Nachfrage immer bedienen. Wir merken es auch jetzt. Anfang des Jahres gab es ja mit Erkältungsmitteln und Antibiotika etc. Lieferprobleme. Und auch dort sind wir also sehr stark nachgefragt gewesen, was unsere Salbe und unsere Kamille betrifft. Wir mussten die Preise natürlich anpassen aufgrund der Energiekosten und der Personalkosten. Aber ich sage es jetzt aus meiner Sicht, das waren jetzt keine im moderaten Bereich. Also wir sind nicht zweistellig gestiegen. Liebe Zuschauer, wenn wir Sie Ihr Interesse geweckt haben an unseren Salbeifeldern, möchte ich Sie sehr gerne einladen am 17.08. zu unserem Tag des offenen Salbeifeldes. Hier werden Sie viel erfahren zu dem Anbau, zur Ernte, zur Bearbeitung von unseren Salbeifeldern, von unserer Salbeipflanze. Sie können hinter die Kulissen schauen zu unserer Teetrockenhalle. Wir werden Teeverkostung durchführen. Unsere Produkte werden Sie hier kennenlernen bzw. probieren können. Und für fröhliche Kindergesichter haben wir auch gesorgt, indem unsere kleinen Kindertraktor fahren können. Und es wird auch leckeres Eis geben. Verschiedene Überraschungen werden auf Sie warten. Ich will noch nicht alles verraten. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie hier begrüßen können.